MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ist ja nicht so, dass in der Realität die PKWs einfach an dem LKW abprallen. Nö. Warum zieht der jetzt eigentlich links? Der hat doch da eigentlich. Damit er gleich wieder rüberkommt. Der kommt ja wieder raus. Genau, der kommt jetzt mal. Wobei, das hatte man aber immer schon auch im normalen hier bei Truckers MP. Ja, ja, die KI. Die PKWs so dermaßen stark waren. Ja. Ich wollte gerade sagen, kommst du auch vorbei? Ja, in 3 Jahren bin ich vorbei. Nur das hatte ich mal in einem Livestream bei Truckers MP mal bemängelt. Und wollten sie dann mal untersuchen. Weil die haben die so dermaßen weggerammt teilweise. Ja, die PKWs, die knallen dich um. Ja. Was ist das denn hier? Oben. Ja. Wofür auch immer der gut ist. Um Licht zu machen. Ja. Ja, toll, aber der muss ja das. Genau. Für Flugzeuge, damit da keine Airbus gegenfliegen. Ja. Ja, der könnte ja sonst versuchen, da drunter durchzufliegen. Ja. Wo willst du hin? Aber ich habe gerade herausgefunden, wodurch die Standbilder kommen. Ja. Aber ich hatte gerade einen Standbild und da stand um den Speicher. Ja, aber das kommt nicht immer nur beim Speichern. Aber beim Speichern auch, ja, das stimmt. Mayo, geben die Bremsleuchten an? Ah, nee, beim Nico. Nee, war schon bei mir. Ich habe ein bisschen, weil ich Nico ein bisschen zu nah gekommen bin, habe ich ein bisschen runtergebremst. Hat ja gar nicht lange gedauert, um vorbeizukommen. Die hat am besten beim Standstreifen nett überholen, weil da vorne der kommt nicht aus dem Pöttel. Nee. Da habe ich doch gar keine Erfahrung mit, über den Standstreifen zu überholen. Wie geht das? Guck mal, der macht doch schön Platz. Ja, jetzt macht er Platz. Überholen. Die fahren hier eigentlich ganz normal alle. Bitte links halten. Ja, und jetzt setzt er wieder rüber, der Blödmann. Jetzt bremst Nico ihn nämlich völlig aus. Hat ein bisschen was von Comedy. Ja, schon. Aber Panik, ich höre in deiner Stimme. Aber trotzdem fahren die komisch heute. Ja. Und es ist Sonntagsfahrer. Und das am Sonntagsfahrverbot. Ups. Ich glaube, ja, die passen sich uns an, leider. Das könnte natürlich auch sein, ja. Da müssten sie alle vorbildlich fahren. Genau. Na klar. Oh, sag mal, das ist doch. Wie viele Kilometer haben wir denn jetzt schon runter? Alter. Wären die nicht mal einig da vorne? Spanien ist größer als gedacht. Wir haben noch 900 Kilometer. Da kommt die Putzilei. Wie kann das denn sein? Bis wohin hast du hier markiert? Ich habe nur Markierungen auf Korsika. Ja. Nicht auf. Doch Korsika. Zeigt er die Wegpunkte an? Weil ich habe nur die Gesamtlänge. Wie viel hast du denn? Das sind noch 3100. Könnten die Wegpunkte sein, ja. Rechts oder links ausweichen? Links. Jetzt links. Nochmal links. Was oder rechts geht auch. Hier, was machen die hier? Die Polizei hat gerade den LKW einfach mal weggecheckt. Ja, Polizei. Alter, Leute. Alter, und dann bremst mich der Polizei halt schon mal so aus. Was machen die denn hier? Ja, Mann, ich kann doch nichts dafür. Was zieht die Polizei einfach hier rüber? Piept wohl.
Ja, war klar, dass rechts wieder jemand über den Standstreifen kommt. Du, ich bin gerade so durchgekommen hier. Die haben alle mittig gestanden. Ich war auch gerade sehr nah am Aufnehmen. Also hätte ich das Fenster aufgehabt, hätte ich mal rumgreifen und die Türen aufmachen können. Ja, das ist doch schön. Ja, was die Polizei. Polizei war der Meinung, sie müsste mal vor mir reinziehen. Hallo, wenn du vor mir reinziehst, dann gib wenigstens Gas und bogen wir nicht mit 70 oder. Hab ich Nico überholt? Nee. Nico fährt ganz vorne. Ich bin jetzt vorne. Ach so, das heißt, ich hab da vorne geschwemmt. Häng hier hinter Nick. Ja. Mautstation. Sehr schön, hat man lange nicht mehr. Ganz recht. Mein Gott. Alt, was machen die hier? Achtung, wer steht in der Polizeiauto? Aber nicht vor mir? Ja, ja. Nee, der Edward hat sich mit dem Reisebus angelegt. Ja, das war irgendwie... Ich hab ihn mal... Oh, der steht quer! Das hat man aber angesagt. Hat er nicht gehört. Alter, die Polizei stand mal so richtig quer. Ja. Oh, wow, okay. Wie günstig kann das denn jetzt bitte sein? Oh. Der macht denn so ein Crap, ey? Ja, geil, wenn's lenkt und man einfach gar nicht bremsen kann. Nee, ich hab dich schon gesehen, keine Sorge. Wo kommst du denn her? Ja, von rechts. Alle da? Ja. Der hat kämpft noch gerade der Schranke? Ah, nee, doch nicht. Ja, ich musste Enter drücken. Achso. Wer hupt denn jetzt schon wieder hier? Guck mal, wir sind jetzt gleich in Barcelona. Komm, fahr vor. 3 Uhr fährt vor. Kann nur gut werden. Boah, stand nicht. Nee, ich brauche nicht rüberziehen, Gerd. Wir müssen, glaube ich, links rüber. Ah, nee, doch nicht. Nick überholt nur den LKW hier. Ja. Mache ich jetzt aber auch. Der bummelte da so. Okay, nee, jetzt zieht da links rüber, dann überhole ich rechts, sein Pech. Der mit 80 oder so hier auf der Dingensspur rumbummelt, hat Pech. Porta de Barcelona. Ach, Porto. Porta. Ach, verdammt. Fahr ich jetzt vor? Ja. Ja. Ah. Hab ich doch so die gesagt, du. Da kriegt ja gar nichts mit. Doch, aber ich hatte gedacht, Nick oder Benny wären noch vor dir, deswegen. Aber das ist irgendwie immer so. Mario bekommt die Hälfte nicht mit. Doch. Was heißt denn, das ist immer so? Was für Quatsch ist das denn jetzt? Wo bist du denn jetzt so? Was ist denn los hier? Mario, du musst auch mal einsehen, dass die Wahrheit hart ist. Was hat das mit Wahrheit zu tun? Hä? Ich bin davon ausgegangen, dass Nick oder du schon längst durch die Maut durch seid, weil Nico rechts lang musste, genau wie ich, und runterbremsen musste. Ach so, wir nicht, oder was? Ja, nee. Da ich euch da nicht gesehen... Ach, vergiss es. Vergiss es echt. Schön. Baumstämme sind braun, Wipfel sind grün. Fertig. Das ist aber ein komischer Vergleich. Das war das Wort zum Sonntag. Ja. Meinst du nicht, das ist jetzt ein bisschen irgendwie so, Baumstämme sind braun, also hallo? Was ist mit Birken? Diskriminierung, hallo? Ja, echt mal. Ja. Was macht ihr hier? Was? Ich sehe gleich schon ein Auto fliegen hier. Warum sind da, ich wollte gerade sagen, warum sind bei einem LKW einfach die Lichter ausgegangen? Da gibt's ein Wort für. Motorfehlfunktion. Achso. Keine Ahnung warum. Wird nur ein wie mal schön hinter uns gefahren ist, Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Ja. Licht an, Licht aus. Ja, das war nice. Und dann ist er einfach weg. Und dann ploppt er weg. Geflogen. Ja. Ja, weil kein Licht. Ja. Ja. Ja, das kann ja hier halt nicht auch passieren. Genau, kann mir hier nicht passieren. Connection lost. Fast am Hafen. Mhm. Ja. Bitte rechts halten. Oh oh.
Ah ne, ist zweispurig, okay. Ich wollte gerade sagen, er zieht dir jetzt in die Seite. Ich hab mal gebremst schon. So zutrauen ist er nicht. Oh Gott. Ja, ich hab den Typen da rechts neben mir leider sehr spät gesehen. Ist kaum auf jeden Fall. Du hast, ja. Alter, was ist denn das hier? Ja, hoff mal, Sie müssen auch in den Spiegel gucken. Was? Wenn ich abbiege, muss ich doch nicht in den Spiegel kicken. Ja, doch. Wenn du von der linken auf die rechte Spur abbiegen willst, Falls mal. Da war nicht nur ein Auto neben dir. Ja, was fährt das Auto auch da lang, gell? Und da ist eine Wand übrigens. Ja, danke. Ja, noch umständlicher als mit diesem Riesenkreisverkehr, wo man gefühlt zu 90% rumfahren muss, geht's aber auch nicht. Nee. Das ist für die, die noch ein bisschen Armmuckis brauchen oder so. Wer hat sich da gerade eigentlich mit der KI festgefahren? Ich. Weil die auf einmal da plötzlich... Ja. Ah, die fahren heute alle komisch. Fährst du jetzt oder parkst du da? Parkst du noch oder fährst du schon? Ich meine, dass da so ein LKW mal reinziehen muss, um da rumzukommen, ist so völlig unlogisch. Ja! Hochfahrt missachten, genau. Warum steht das Schild auch da? Hoch? Ach, der ist ja. Wo kam der denn jetzt noch mit einmal her? Ich dachte, der fährt im Kreisverkehr weiter geradeaus. Der kann doch mal rechts blinken. Ach, Vollidiot. So, wo setzen wir denn jetzt über? Da fahren noch andere Autos. Ja, das. Ich hab den. Grundsätzlich habe ich den ja im Blick gehabt, aber irgendwie. Jetzt wäre jetzt Aussichtspunkt. Wir setzen rüber nach Porto Torres, ne? Ja, wo ist er? Weiß ich nicht, wo ist Porto Torres? Korsika. Nee, Sardinien. Das ist dann falsch. Ja, was anderes gibt's nicht. Sardinien, wir müssen ja dann nochmal Fähre fahren. Ach, ja, stimmt. Ja, wir können nur auf Porto Torres setzen, geht nicht anders. Ja, dann setz dich jetzt mal nach Porto Torres, damit ich da auch mal so reinfahre. Ja. Gleiche denke ich mir auch gerade so. Neu berechnen. Wir müssen dann wahrscheinlich von dort direkt wieder übersetzen, oder? Sehen wir dann. Stark von aus. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ach, warte mal, mögliche Fahrziele. Ja, Tatsache, nach Ayacho. Ai, Muchacho. Also direkt stehen bleiben drin oder was in der Fähre? Ja, würde ich sagen. Ich bin jetzt raus. Nee, wir müssen wieder neu rufen. Ich nicht. Hä? Ich konnte mir direkt mögliche Fahrziele anzeigen. Ich fahre dann wieder rauf. So. Habe ich aber auch mögliche Fahrziele anzeigen. Wo müssen wir denn hin? Porto Torres? Genau, und danach nach Ai Muchacho. Echt? Klingt interessant. La, 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 la. So. Also ich bin drüben. Ich auch. Ich auch. Ladebalken, Ladebalken. Super, 1.44 Uhr. Ja. Das ist perfekt. Kann man hier nicht irgendwo pennen oder so? Meistens am Hafen irgendwo. Weil dann wird sich das ja irgendwie anbieten. Ja, wir kommen an der Tankstelle vorbei, wo Schlafplätze mit dabei sind. Gut wie dies. Oder muss jemand zur Werkstatt? Ja. Ja, perfekt. Ja, genau. Dann fahren wir einfach da lang. So. Alle da? Ja. Benny fehlt noch, oder? Nein, ich stehe hinter Nick. Okay. Geh nach rechts ab, dann lass rechts ab.
gucken wir, was die Tante sagt. Oh, Sika! Wieder so düster hier. Demnächst rechts ab. Da tauchte plötzlich ein LKW in mir auf, oder ich in seiner Ladefläche. Na, die können, wir haben an der roten Ampel gehalten. Ich halte an roten Ampel. Halt wann? Wenn, hoppala, wenn grün ist, darfst du dann auch fahren. Ja, ich bin ja dabei. Musst du aber links rüber. Achso, ja, dann fahr doch. Ja, jetzt halten die echt an der roten Ampel. Ja, ach so, wer sagte das? Die KI hält da. Ja, wir auch. Ja, ja. Ja. Wir stehen gerade an der roten Ampel. Immer wenn ich gerade angehalten habe, wird die Scheiße. So, komm, Feuerwehr. Fahr heute noch. So, wo ist denn die Werkstatt? Da fahren wir gerade hin. Ja, du brauchst nicht hupen. Wenn Nick vor mir nicht fährt, kann ich auch nicht fahren. Ich fahr doch, ihr Penner. Ja. Mario war wieder direkt. Hohoho, wir stehen. Oh Gott. Ich muss jetzt mal gucken. Das geht nicht. Ja, komm, jetzt mach voran. Achso, du bist Kreisverkehr. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Weltkarte. Komm ich einfach mit dem Navi folgen. Weil ich komme nämlich nicht da vorbei. Jetzt komme ich daran vorbei. Bist du so weit zurückgefallen? Nee, der hätte mich an der Parallelstraße vorbeigelenkt. Als wer tanken muss, hier rechts. Du wolltest auch schlafen? Ach nee, Werkstatt. Ja, genau. Aber da ist ja ein Schlafplatz auch dabei. Ja, ich brauche beides. Ich muss tanken und ich muss... Ja, dann tanke, kommst du vorbei. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, ja. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Wir waren es ins Amtsbein geschafft. Auch gerade zuerst gedacht, aber. Meine Tankstelle! Was haben wir denn hier? Was soll denn hier? Ecke? Ach, da. Vor allen Dingen habe ich noch 1 Kilometer. Mario, was machst du da? Dann wolltest du dir mal das Auto, wolltest du dir mal das Auto angucken oder was? Jupp. Neue Route finden. Da ist jetzt die Frage, kann man hier überhaupt so wirklich schlafen? Weil wir gleich rausfinden können. Normal, ja. Aber die Frage ist, geht dann die Zeit überhaupt weiter? Werden wir dann gleich... Also, hoppala. Ich kann hier schlafen. Ja, angezeigt wird mir auch, dass ich hier schlafen kann, aber... Ja, probieren wir mal aus, oder nicht? Mal, du hast übrigens... Nicht Benny. Gerd zieht ein Kreuzfahrtschiff hinter sich her. Hä? Wieso? Das ist ja irgendwie sehr weit aus. Aha, du hast dir einen Kaffee geholt. Schön. Super. Glückwunsch, Mario. Nee, es wird nicht hell. Du hast dir nur einen Kaffee geholt. Ja, mein Gott. Ist auch okay. Ja, wir haben 3.09 Uhr. So lange sollte es ja zum Glück nicht dauern. Wir könnten ja einfach stehen bleiben, eine kurze Pause machen, wenn es hell wird, weitermachen, weil dann kann man mal gerade was trinken oder mal aufs Klo gehen oder sonst was. Das ist eine vernünftige Idee.
Genau. Bye. Alles klar. Und dann sehen wir uns gleich dann, wenn es weitergeht. Tschö. Jawohl. Tschö. Tschüss. Tschüss.